Ja, und damit herzlich willkommen zum zweiten Spiel des heutigen Tages. Und hier trifft jetzt nun Japan auf England im Estadio de Maracana in Rio. Ja, es wird ein bisschen ein spezielles Spiel werden, denn das sind hier zwei Mannschaften, die echt schon ausgeschieden sind. Darauf werden wir aber während des Spiels noch eingehen. Ich schalte jetzt direkt rein ins Maracana-Stadion und wünsche viel Vergnügen. Ja, und damit herzlich willkommen aus dem Stadion zu diesem Spiel zwischen Japan und England. Ja, in echt spielen ja heute Abend an dieser Stelle hier Kolumbien und Uruguay gegeneinander und nicht Japan und England. Kolumbien hat sich bei mir zwar auch qualifiziert, aber Kolumbien ist das einzige Team aus Gruppe C und D, das sich qualifizieren konnte. Die Gruppen C und D sind damit die Gruppen, die am wenigsten zugetroffen sind im Verhältnis, was es bei mir für Ergebnisse gegeben hat und was es in echt für Ergebnisse gegeben hat. Die Gruppe A und B, da war, stimmte wenigstens jeweils 50%. In der Gruppe C, da stimmte immerhin auch noch 50%. Aber die Gruppe D, die war ja ein kompletter Schuss in den Ofen, komplett daneben. In Gruppe D kamen genau die beiden Mannschaften weiter, die bei mir ausgeschieden sind. In Gruppe E dafür genau die zwei Mannschaften weiter, die bei mir weitergekommen sind. Shafiq Ben Bouzi aus Tunesien ist hier der Schiedsrichter in dieser Partie. In der Gruppe F ist auch eine Mannschaft korrekt und auch in den Gruppen G und H jeweils eine Mannschaft korrekt. Also die Gruppe D, die einzige Gruppe, in der keine einzige Mannschaft stimmte, weil aber eben in der Gruppe E dann beide Mannschaften stimmen, haben immerhin 50% der Teams, die es bei mir geschafft haben, es auch in echt ins Achtelfinale geschafft. Natürlich ist das eine sehr, sehr niedrige Quote. Das weiß ich natürlich auch, aber ich sag mal so, immerhin 50%. Ja, das Spiel hier, die beiden Mannschaften sind bereit, hier treffen Japan und England aufeinander und die Partie läuft. Ja, die Japaner, die haben sich in der Gruppe C qualifizieren können. Zum Auftakt gab es ein überraschendes 3:1 gegen die Elfenbeinküste. Dann folgten noch zwei mehr oder weniger enttäuschende Unentschieden. Das 0:0 gegen Griechenland und das 1:1 gegen Kolumbien. Wobei man auch gegen Kolumbien keineswegs Favorit gewesen war. Aber als man die Elfenbeinküste besiegt hat, hat man da schon ein bisschen mehr erwartet. Und jetzt also, man ist Japan fürs Achtelfinale qualifiziert, man hat die Gruppe C gewonnen, dazu reichten 5 Punkte. 5 Punkte reichten hier zum Gruppensieg, so wenig Punkte wie sonst nirgends gereicht haben. Beispielsweise Nigeria kann davon ein Lied singen, Nigeria hat mit 6 Punkten sogar die Achtelfinalqualifikation verpasst. Ansonsten musste man immer mehr als 5 Punkte holen, eben diese Gruppe da mit 6 Punkten war auch das Mindeste. Ansonsten hat der Gruppensieger eigentlich überall 7 oder gar 9 Punkte geholt. Und eben in dieser Gruppe C mit lediglich 5 Punkten die Japaner mit diesen 5 Punkten. Aber immerhin, sie sind noch unbezwungen, was man vom Gegner nicht behaupten kann. Dazu kommen wir dann aber in der zweiten Halbzeit. Der Präsident des japanischen Fußballverbandes ist Kunicha Daini. Und der Trainer ist Alberto Zaccheroni. Das Gründungsjahr ist 1921. FIFA-Mitglied war man erstmalig 1929, wurde dann 1945 aufgrund der Geschichten im Zweiten Weltkrieg, da wurde man ausgeschlossen und 1950 dann wieder aufgenommen, als dann der Krieg ja vorbei war, wurde man wieder aufgenommen, ist seit 1950 wieder als FIFA-Mitglied mit von der Partie. In der FIFA-Weltrangliste belegt Japan zum Zeitpunkt dieses Kicker-Sonderhefts den 47. Platz. Die beste Platzierung, die man jemals innehatte, die war im März 1998. Da war man auf dem 9. Platz. 2 Jahre später, im Februar 2000, rutscht man aber bis auf den 62. Platz nach unten.
Und ja, da die beste Platzierung, das stammt aus der Zeit, als man sich erstmals für die WM-Endrunde qualifizieren konnte. Da stieß man in noch bisher unbekannte Sphären auf. Die Spielkleidung, wie wir hier jetzt im Bild auch sehen können, sind für die Standardspielkleidung ist blaues Hemd, blaue Hosen und blaue Stutzen. Hier jetzt im Spiel sind es so, wie ich sehe, rote Stutzen, aber das sind es blaue Stutzen. Und das Auswärtsdress, das ist ein neongrünes Hemd, neongrüne Hose und neongrüne Stutzen. Habe ich bisher am Turnier noch nicht gesehen, dass die damit aufgelaufen wären. Aber ich habe auch noch kein einziges Spiel der Japaner gesehen an dieser Weltmeisterschaft bisher. Ja, die Japaner haben sich qualifiziert. Sie mussten 14 Qualifikationsspiele spielen. Der einzige, der alle 14 Spiele gemacht hat, ist Okazaki. Der hat dabei mit 8 Toren auch am meisten Tore erzielt und ist deshalb der meist eingesetzte Spieler. Und jetzt hier Maeda mit dem 1:0. 18. Spielminute, Japan geht mit 1:0 in Führung. Maeda, der hat in der Qualifikation auch 4 Tore erzielt in 10 Spielen. Und jetzt schießt er hier seine Japaner gegen England in Führung. 1:0. Wir sehen das hier jetzt sicherlich noch einmal in der Wiederholung. Da kommt die Flanke und dann per Kopf. Keine Abwehrchance für Joe Hart im Tor der Engländer. Und es steht 1:0 für den Außenseiter. Sofern man hier von Außenseite sprechen kann, denn die Engländer haben ja an der WM überhaupt nicht überzeugt. Hier bei mir zwar schon ein bisschen, aber an der richtigen WM haben sie überhaupt nicht überzeugt. Und deshalb wäre ich mir noch nicht mal sicher, wenn jetzt wirklich Japan und England aufeinander treffen würde, in echt, wer dann da zu favorisieren wäre. Ja, kommen wir noch zu den Rekorden im japanischen Nationalteam. Am meisten Länderspiele hat Yasuhito Endo mit 141. Der ist immer noch aktiv, der sammelt also weiterhin noch weitere Länderspiele dazu. Ich weiß es nicht, ob er an der WM zum Einsatz kam oder nicht. Er steht auf jeden Fall noch im Kader. Masami Ihara mit 122 Spielen und Yoshikazu Kawaguchi mit 116 Spielen folgen auf den weiteren Plätzen. Die sind aber nicht mehr im Kader. Ich weiß auch nicht, wie lange das schon her ist, dass die gespielt haben. Rekord-Torschützen gibt es gleich deren zwei, nämlich Kunishige Kamamoto und Katsuyoshi Miura mit jeweils 55 Toren. Aktueller Topscorer, aktuell bester Torschütze ist Shinji Okazaki mit vor der WM 38 Treffern auf dem Konto, ist er in der ewigen Torschützenliste die Nummer 3. Am meisten WM-Spiele hat Hidetoshi Nakata gespielt, der stand von 1998 bis 2006 an insgesamt 3 Weltmeisterschaften im Einsatz und kam da in 10 Spielen zum Einsatz. Und hier fällt der Ausgleich, Daniel Sturridge, 25. Minute, 1:1. Die Engländer mit der direkten Antwort auf den Rückstand können hier die Partie ausgleichen. Und das freut natürlich jetzt auch Roy Hodgson an der Seitenlinie und auch die Fans in London, die beim Public Viewing mit dabei sind, sind begeistert. Wir sehen das hier noch einmal, Sturridge nimmt den Ball an und versenkt den Ball im Netz. Da kam der Goalie etwas unmotiviert raus, ging dann wieder zurück und kam dann zu spät hier bei diesem gut platzierten Schuss, der unten in die untere, vom Schützen aus gesehen, linke Ecke einschlägt zum 1:1. Ja, die meisten WM-Tore haben zwei verschiedene Spieler, nämlich Junichi Inamoto und Keisuke Honda. Die haben jeweils 2 Tore auf dem Konto. Inamoto schoss diese 2 Tore 2002, Honda 2010. Der höchste Sieg oder die höchsten Siege erreichte Japan beide gegen Macau, beide mit 10:0 und beide im selben Jahr. Nämlich 1997 am 25. März und am 22. Juni gewann man jeweils gegen Macau mit 10:0. Die höchste Niederlage stammt vom 7. Mai 1917 und man verlor dagegen die Philippinen mit 2:15. Man muss sich diese Zahl mal auf der Zunge zergehen. Also 2:15 hat Japan gegen die Philippinen verloren und das ist definitiv ein Rekord für die Ewigkeit. Ich denke nicht, dass noch jemals ein japanisches Team derart abgeschlachtet werden wird in naher oder ferner Zukunft. Ja, zum Kader der Japaner. Im Tor haben sie Shulji Gonda, Eiji Kawashima und Shasuke Nishikawa. Davon ist, glaube ich, Kawashima der Stammtorhüter, der spielt bei Standard Lüttich in Belgien. In der Abwehr haben wir Masahiko Inoha,
Yasuyuki Kono, Masato Morishige, Yuto Nagatomo, Kotuko Sakai, Hiroki Sakai, ich glaube, die sind miteinander verwandt, spielen beide in Deutschland, auch in Deutschland spielt Atsuto Ushida. Dann gibt es noch Maya Yoshida und das sind die Abwehrspieler. Im Mittelfeld gibt es dann ebenfalls zwei, die in Deutschland beschäftigt sind. Toshihiro Aoyama, Yasuhito Endo, dann in Deutschland beschäftigt Makoto Hasebe. Dann gibt es noch Keisuke Honda, der ja 2010 zwei Tore erzielt hat an der WM. Dann Shinji Kagawa, der schon mal bei Dortmund war. Dann Hiroshi Kiyotake, der spielt bei Nürnberg, wie Hasebe auch. Dann haben wir noch Manabu Saito, Hotaru Yamaguchi. Und im Sturm haben wir Yoichiro Kakitani, Shinji Okazaki von Mainz, Yoshito Okubo und Yuya Osako von 1860 München. Das ist der komplette Kader der Japaner. Und die Japaner hier jetzt also beim Spielstand von 1:1 jetzt mal wieder ihr Heil in der Offensive suchen. Ja, 10 Spieler von Japans Team kommen aus den eigenen Ligen. Oder es sind 11 kommen aus den eigenen Ligen. Einer spielt nämlich sogar in der heimischen zweiten Liga, Inoha. Der spielt bei Jubilo Iwata und das ist nur die zweithöchste Spielklasse in Japan. 6 Spieler aus der Bundesliga, 2 aus der Premier League und 2 aus der Serie A. Dazu eben noch der eine da, Standard Lüttich, ist aus Belgien. Und was haben wir denn da noch drin? Ich sehe es jetzt gerade hier nicht raus, weil es steht da bei Sonstige, steht da noch ein weiterer, aber ich weiß ja nicht, wo der noch. Der spielt wahrscheinlich auch in der zweithöchsten Spielklasse Japans, aber das steht hier leider nicht drin. Darum kann ich es euch auch nicht erzählen und ich denke, es interessiert euch auch nicht sonderlich. Ich weiß auch gar nicht, wie diese Achtelfinalspiele hier noch ankommen werden, denn daher es ja nicht mehr richtige Spiele sind, die es auch in echt gibt, habe ich mich einfach das Wünsche, ich lasse einfach Achtelfinale angeschrieben, dass diejenigen, die vielleicht das gesamte Projekt ansehen wollen, nicht da schon gespoilert werden, weil da schon steht, wer gegen wer im Achtelfinale antritt. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass ich das komplett weglasse. Und ich denke, dass die Aufrufe meiner Videos hier bestimmt stark nachlassen werden, weil eben nicht nach der Begegnung gesucht wird. Dafür werden wohl nur noch die Leute die Videos anschauen, die sie auch wirklich anschauen wollen, die sie auch wirklich mitverfolgen wollen. Und ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich das dann ab den Viertelfinals löse. Da brauche ich ja dann wieder neue Gesprächsthemen. Und ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, bis es soweit ist. Heute geht es hier übrigens richtig los. Also dieses Spiel hier Japan-England nehme ich tatsächlich an dem Tag auf, an dem auch wirklich dieses Achtelfinale stattfindet. Es ist zwar nicht Japan-England, aber heute geht es los. Wir stehen hier jetzt kurz vor dem ersten Spiel Brasilien-Chile, das hier kurz vor dem Anpfiff steht. Also es ist jetzt kurz vor 6 Uhr abends. Ich werde dieses Spiel hier jetzt auch noch durchboxen, bevor ich mir dann ein bisschen da die Zeit mit Fußball vertreiben werde. Oh, jetzt hier noch einmal Pass auf Kagawa, aber der Ball kommt nicht an. Der Pass geht in die Beine eines Engländers und die Engländer jetzt ihrerseits wieder noch mit einem Gegenzug kurz vor der Pause. Mal sehen, ob es da noch was daraus gibt. Ja, da wird Rooney auch schon wieder abgedrängt, bringt den Ball irgendwie zur Mitte, aber Kawashima ist zur Stelle und kann diesen Ball parieren. Ja, und damit ist jetzt auch diese erste Halbzeit zu Ende. 1:1, noch nichts entschieden. Maeda in der 18. Minute erzielte das 1:0 für die Japaner. 7 Minuten später konnte Sturridge für die Engländer ausgleichen. Ich muss hier gerade mal in meinem schlauen Buch nachsehen, ob der Sturridge vielleicht schon ein Tor erzielt hat. Ich weiß das nämlich gar nicht mehr. Ich habe das nicht mehr so im Überblick. Ja, Rooney hat getroffen für die Engländer. Baines und Welbeck. Nein, für Sturridge war es das erste Tor. Und für Maeda war es, glaube ich, auch der erste Treffer. Die Japaner, die haben ja jetzt schon eine Weile nicht mehr so. Hier sehen wir es einmal, Sturridge Tor, Maedas Tor habe ich jetzt gerade verpasst, indem ich hier nachgeguckt habe, ob die da noch getroffen haben, aber die haben schon länger nicht mehr getroffen, denn ich glaube, das Tor im letzten Gruppenspiel, das war ein Eigentor von Kolumbien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, seit dem ersten Spieltag hat kein Japaner mehr getroffen. Hier noch die Statistiken zu dieser ersten Halbzeit. Ja,
ausgeglichene Anzahl Schüsse, etwas mehr Ballbesitz bei den Japanern. Deshalb denke ich, dass dieses 1:1 gerechtfertigt ist. Und ich bin schon auf die zweite Halbzeit gespannt und will auch keine Zeit verlieren und schalte direkt raus zurück ins Stadion. Alles bereit zur zweiten Halbzeit. England mit dem Anstoß in Rot von links nach rechts. Die Japaner in dieser zweiten Halbzeit nach wie vor natürlich in Blau von rechts nach links spielen. Und die Engländer hier jetzt mit einem ersten Versuch das 2:1 zu suchen. Und wir werden natürlich gespannt sein, in welche Richtung sich diese Partie entwickelt. Aktuell noch wirklich alles offen. Da ist noch absolut unklar, wer hier jetzt mehr Chancen hat aufs Viertelfinale. Aktuell beide Mannschaften relativ gleich stark. Ja, der Präsident von England ist William Mountbatten Windsor. Der Trainer, wie ich schon vorhin erwähnt habe, Roy Hodgson. Das Gründungsjahr ist 1863 und FIFA-Mitglied ist man seit 1905. In der FIFA-Weltrangliste befand man sich vor diesem Turnier auf dem 11. Platz. Die beste Platzierung hatte man als Drittplatzierter zuletzt im September 2012 inne. Das ist also noch nicht so lange her, dass man in den Top 3 war. Die schlechteste Platzierung war ein 27. Platz und datiert vom Februar 1996. Und das ist natürlich auch schneller erklärt. Europameisterschaft 1996 war in England. England hatte keine Quali-Spiele zu spielen, hatte zuvor auch die WM 1994 verpasst. Und ja, hat deshalb natürlich wenig Punkte sammeln können und fiel deshalb relativ weit zurück auf die 27. Stelle. Die Spielkleidung, wenn man zu Hause spielt, ist ein weißes Hemd, weiße Hosen und weiße Stutzen. Das Auswärtsdress, wie wir es hier jetzt sehen im Bild, da ist eigentlich alles rot, außer der Hose, die bleibt weiß. Scheinbar hat man da nicht genug Geld für zwei verschiedene Paar Hosen. Nein, natürlich nur ein Spaß. Also weiße Hosen auch im Auswärtsdress dazu, rotes Hemd und rote Stutzen. Ja, die Engländer, die wurden zweimal Olympiasieger, wenn auch als Großbritannien, weil an Olympia ist das immer speziell, da nimmt ja keine englische Mannschaft teil, sondern das ist immer der Verbund des Vereinigten Königreichs, der da antritt. Und 1908 und 1912 wurde Großbritannien jeweils Fußball-Olympiasieger. In der Qualifikation hatten die Engländer 10 Spiele zu spielen. Der einzige, der alle 10 Spiele gemacht hat, ist Goalie Joe Hart. Der erfolgreichste Torschütze ist Rooney, der hat 7-mal getroffen und das in nur 6 Spielen, also mehr als ein Tor pro Spiel erzielt. Wahrscheinlich kam er aber gegen Moldawien und gegen San Marino zum Einsatz, da gewann man jeweils relativ hoch und bei einem 8:0 mehr als ein Tor zu erzielen, ist für einen Stürmer nicht sonderlich schwierig. Ich erwarte das sogar fast von einem Stürmer, dass wenn die Mannschaft 8:0 gewinnt, dass er mehr als ein Tor erzielt. Die Rekordspieler sind Peter Shilton, der legendäre Torhüter mit 125 Einsätzen. Dann natürlich David Beckham, wer kennt David Beckham nicht, mit 115. Und Steven Gerrard mit 109 ist der am meisten eingesetzte noch aktive Spieler. Steven Gerrard hat aber doch auch schon 34 Länze auf dem Buckel, ist schon 34-jährig. Noch 2 Jahre älter ist Frank Lampard und ich denke, da kommen nicht so manche Länderspiele mehr dazu. Ich denke, einige Länderspiele dazukommen werden noch bei Wayne Rooney. Wayne Rooney stand vor der WM bei 89 Einsätzen und Wayne Rooney ist ja gerade mal 28, wird dieses Jahr 29-jährig, auch wenn er schon viel älter aussieht. Der kann noch einige Länderspiele bestreiten, der wird bestimmt noch einige Jahre im Kader stehen und vielleicht sogar noch an die nächste Weltmeisterschaft fahren, sofern sich natürlich die Engländer dann qualifizieren werden fürs Turnier. Die Rekordtorschützen, da ist es relativ eng. Bobby Charlton hat 49 Tore erzielt, Gary Lineker hat 48 erzielt und Jimmy Graves hat 44 erzielt. Und auch da ist Wayne Rooney noch auf der Jagd. Wayne Rooney steht nämlich aktuell vor der WM bei 38 Toren. Und ja, ich glaube, hat er an der Endrunde, hat er das Tor der Engländer erzielt gegen Uruguay? Ich bin mir da gerade nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall, er ist schon auf gutem Kurs da in diesen Top-Club einzutreten. Ich meine, vor der WM fehlen ihm noch 11 Tore und ich denke, diese 11 Tore wird er auf jeden Fall noch schaffen und früher oder später wird Wayne Rooney wohl zum Rekordtorschützen von England werden, es sei denn, die Mannschaft macht jetzt nach dem frühen WM aus eine Verjüngungskur durch und Rooney wird nicht mehr berücksichtigt, aber ich denke, das passiert nicht. Rooney ist
immer noch ein Top-Stürmer und ich denke, er gehört weiterhin in die Nationalmannschaft. Die meisten WM-Spiele hat Phil Shilton bestritten. Zwischen 1982 und 1990 kam er auf 17 WM-Einsätze. Am meisten Tore dabei hat Gary Lineker erzielt. Der hat in den Weltmeisterschaften 86 und 90 insgesamt 10 Tore erzielt. Und bei Gary Lineker gibt es noch was Spezielles zu erwähnen. Der blieb 15 Jahre lang ohne eine einzige Karte, also weder gelb noch rot, musste der einstecken. Der blieb wirklich clean, wenn man so schön sagt. Der höchste Sieg, der stammt aus dem Jahre 1882, also schon eine ganze Weile her, gab es ein 13:0 Erfolg gegen Irland. Die höchste Niederlage ereignete sich vor der Weltmeisterschaft 1954. Am 23. Mai verlor man gegen Ungarn mit 1:7. Ja, und da sieht man eigentlich schon, wie stark Ungarn zu der Zeit war. England spielte schon 5-mal an Weltmeisterschaften gegen Deutschland, das ist auch noch speziell erwähnenswert, hat davon aber nur ein einziges Spiel gewonnen, das wichtigste, das Finale 1966. Seither gab es nur noch Niederlagen oder respektive Unentschieden. In der Zwischenrunde gab es mal noch 1982, aber seither nur Niederlagen, zuletzt ja auch im Achtelfinale vor 4 Jahren ausgeschieden. Zum Kader, da hat natürlich den Goalie Nummer 1 Joe Hart, die beiden Ersatztorhüter Ben Foster und Fraser Forster, meistens fast gleich. In der Abwehr haben wir Leighton Baines, Gary Cahill, Phil Jagielka, Glenn Johnson, Phil Jones, Luke Shaw und Chris Smalling. Im Mittelfeld haben wir Ross Barkley, Steven Gerrard, Jordan Henderson, Adam Lallana, Frank Lampard, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling und Jack Wilshere. Und im Angriff haben wir Ricky Lambert, dann natürlich Wayne Rooney, Daniel Sturridge und Danny Welbeck. Das die nominellen Stürmer im Kader, so wie es sich im Mai 2014 präsentiert hat. Ja, die Spieler kommen aus insgesamt nur gerade mal 9 Clubs, davon 8 alle aus der heimischen englischen Liga. Und nur ein einziger spielt nicht in der englischen Premier League und das ist Ersatztorhüter, also Torhüter Nummer 3, Fraser Forster, der sein Geld bei Celtic Glasgow in Schottland verdient. Also zumindest ist er auf derselben Insel geheimat. Also kein einziger Spieler von England spielt irgendwo im Ausland. Und das ist doch relativ speziell, sage ich jetzt mal, das ist relativ speziell. Im Übrigen der Gruppengegner Italien, bei dem ist es noch witzig, das ist so, wie ich irgendwo gelesen habe, das einzige Team, bei dem kein einziger Spieler spielt, der auf der Insel spielt. Ich kann das aber nicht so recht glauben, dass das wirklich der Fall ist. Ich glaube das nicht, weil mir fällt jetzt gerade auch kein Schweizer Spieler ein, der in England spielt. Es fallen zwar Spieler ein, die schon in England gespielt haben, aber aktuell fällt mir da keiner ein, der in England spielt. Man möge mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Ja, wir sind hier schon in der 84. Minute. Ich habe da mal wieder die Zeit verplempert mit Erzählen und mit in eigenem Halbwissen, in gefährlichem Halbwissen, das dann vielleicht nur zum Teil stimmt, rumzufischen. Und hier sieht es aktuell nach Verlängerung aus. Es steht immer noch 1:1 und die beiden Mannschaften riskieren jetzt hier auch nicht mehr allzu viel. Und wenn es hier tatsächlich zur Verlängerung kommen sollte, dann stehe ich vor einem nächsten Problem. Was erzähle ich in der Verlängerung? Was erzähle ich da? Ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig werden, wenn ich dann hier irgendwelche, naja, keine Ahnung was, erzählen werde. Ich weiß es schlichtweg noch nicht. Ich überlege mir jetzt da gleich noch kurz was, wenn es hier tatsächlich zur Verlängerung kommen sollte. Und da sieht es ganz stark danach aus. Wie schon gesagt, die Spiele habe ich alle schon vorab gespielt, aber ich habe da nicht mehr, ich weiß, es gab schon Spiele mit Verlängerung und auch Elfmeterschießen, aber ich weiß nicht mehr, welche Spiele das waren. Und hier scheint es mir aber wirklich zu sein, dass eines dieser Spiele, die eben in die Verlängerung gingen, Japan gegen England war. Und das stellt mich jetzt doch noch vor kommentiererische Schwierigkeiten. Ja, was erzähle ich da? Ich könnte ja vielleicht dann kurz schon drauf eingehen, wie es im Fußballspiel zwischen Brasilien und Chile steht, weil mittlerweile ist 6:10, das Spiel hat begonnen. Und ja, aber wollt ihr das überhaupt wissen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht werden diese Spiele auch gar nicht geguckt und ich mache diese ganze Arbeit hier umsonst. Oh, jetzt aber beinahe noch eine Abschlussgelegenheit für die Engländer, die hier beinahe
zum Lucky Punch ansetzen hätten können, aber hätten könnte und würde, wie schon oft gesagt, zählt im Fußball nichts. Und jetzt wird hier tatsächlich abgepfiffen. Es kommt zur Verlängerung zwischen Japan und England. Es steht hier immer noch 1:1 unentschieden. Keine Tore in der zweiten Halbzeit. Und deshalb folgt hier jetzt noch eine Verlängerung. Wir sehen hier noch einmal die Chancen der ersten Halbzeit. Gerard schießt am Tor vorbei, dann Maeda mit dem 1:0 für die Japaner in der 18. Minute. Wenig später konnten die Engländer aber mit Sturridge ausgleichen, das 1:1 in der 25. Minute. Und dann sämtliche weitere Chancen, die wir gesehen haben, wurden entweder vom Goalie pariert oder ging am Tor vorbei. Wobei das hier nicht wirkliche Torszenen sind, die wir hier sehen. Auch das war nicht wirklich eine Torgefahr, die da entstanden ist. Und auch hier nicht. Ja, die Regie unterhält uns hier jetzt mit irgendwelchen. Das dann hingegen schon, der Pfostenschuss. Aber Kawashima konnte den Abprall erhalten. Auch hier Rooney, der noch eine Torchance hatte. Und damit schauen wir jetzt noch auf die Statistiken. Und da sehen wir, dass in der zweiten Halbzeit die Japaner haben den Ballbesitz halten können, sogar noch etwas ausbauen. Aber mehr aufs Tor geschossen haben die Engländer. Das war vor allem hier kurz vor Schluss. Und wir wollen jetzt hier nicht mehr viel Zeit verlieren und schalten direkt rein in die Verlängerung, damit dieser Part nicht zu lange wird. Wir sehen hier Sturridge im Bild, der überhaupt verantwortlich ist, dass es hier zur Verlängerung kommt. Er hat nämlich in der 25. Minute das 1:1 erzielt. Seither fiel kein weiterer Treffer. Und jetzt kommen wir hier zur Verlängerung. Lallana kommt für Rooney ins Spiel für diese Verlängerung. Mal sehen, ob dieser Wechsel was Offensives bewirken wird. Und ich habe mir jetzt in einem kurzen Unterbruch, im Übrigen, es steht bei Brasilien-Chile noch 0:0 nach einer Viertelstunde. Das wisst ihr natürlich, weil das Spiel war ja schon. Ich habe mir jetzt halt so ein bisschen was überlegt und ich habe mir da mal in diesem Kicker-Sonderheft habe ich mir mal die ewige WM-Tabelle rausgesucht und habe da so mal ein paar interessante Fakten für euch zusammengesucht, was vielleicht irgendwie interessant rüberkommt. Und zwar ist El Salvador das einzige Land, das bereits zweimal an Weltmeisterschaften teilgenommen hat, ohne dabei auch nur einen Punkt zu gewinnen. Mit 1:22 haben sie auch ein sehr, sehr negatives Torverhältnis und ich glaube, keine andere Nation hat wirklich so ein schlechtes Torverhältnis, außer halt, ja, Bulgarien hat natürlich noch das schlechte Torverhältnis, die haben aber schon siebenmal teilgenommen und das zählt dann natürlich nicht wirklich, bei nur zwei Teilnahmen ein minus 21 hinzulegen, ist schon eine Leistung. Recht ähnlich dran ist Bolivien, die haben dreimal teilgenommen, haben dreimal sechs Spiele machen dürfen und haben einen Torverhältnis von 1:20, also das ist auch relativ negativ, aber ein Unentschieden herausgeholt in diesen Teilnahmen. Ja, das Bosnien-Herzegowina ist der einzige Neuling, oh, jetzt wieder eine gefährliche Abschlussmöglichkeit, aber keine Torgefahr. Ja, Bosnien-Herzegowina ist das einzige Land, das dieses Jahr WM-Neuling ist. Es ist das 77. Land, das an einer Endrunde teilnimmt. Und ja, sie haben ja ein Spiel gewinnen können und reihen sich deshalb mit diesem einen Sieg irgendwo um Position 60 herum ein in der Nähe von Honduras. Honduras hat jetzt das dritte Mal teilgenommen und wartet immer noch auf den ersten Sieg. Man steht bei 3 unentschieden und jetzt neuerdings 6 Niederlagen. Ja. So viel mal dazu zu den hinteren Regionen. In der zweiten Halbzeit dieser Verlängerung werde ich dann noch auf die vorderen Regionen etwas näher eingehen. Aber jetzt schauen wir hier noch zu, was die Engländer hier aus dieser Verlängerung machen können. Lallana, Sturridge, da wurde er gefault, deshalb jetzt der Freistoß. Lallana, der eben eingewechselt wurde, auf Wilshere. Wilshere spielt ihn raus zu Milner. Aber die Japaner, die stehen jetzt da dicht hinten drin, die wollen jetzt hier nichts anbrennen lassen. Denn die Japaner, die wissen natürlich, dass die Engländer schlecht sind im Elfmeterschießen. Dreimal hat England bisher an einer WM am Elfmeterschießen teilgenommen. Dreimal hat man verloren. Und insgesamt 7 von etwa rund 15 Schützen, ja, es waren glaube ich sogar nur 14 Schützen, haben verschossen. Also nur jeder zweite ging dann auch tatsächlich ins Tor. Der Elfmeter, die England in K.O.-Spielen an der Weltmeisterschaft schießen musste. Auch an der Europameisterschaft sieht die Bilanz nicht viel besser aus. Da hat man zwar ein Elfmeterschießen gewinnen können, schied aber auch schon dreimal im Elfmeterschießen aus. Ich glaube, ich habe das schon an anderer Stelle erwähnt. Also von 7 angetretenen Elfmeterschießen haben 6 verloren und deshalb wollen die Engländer hier natürlich verhindern, dass es Elfmeterschießen gibt. Aber die Japaner, die
stehen bisher noch felsenfest da hinten drin und lassen da jetzt auch überhaupt nichts zu. Und damit ist die erste Halbzeit der Verlängerung um. Es geht gleich weiter mit der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob es hier, gab es hier Szenen zum Weiterklicken. Wenn ja, lasse ich sie einfach drin. Vielleicht geht es auch direkt weiter. Ihr wisst natürlich, dass das ein Spiel ist, da muss das nicht so professionell rüberkommen. Und ich habe gerade die Ahnung, ich weiß gerade nicht mehr, ob es hier, ich glaube, man muss hier schon noch weiterklicken. Die Spieler wechseln jetzt hier einfach die Seiten und ich denke, ich habe da dann einfach gleich weitergeklickt. Ich sage jetzt hier auch nichts mehr und schneide das dann raus, wo es was zum Rausschneiden gibt. Ja, da gab es tatsächlich was zum Rausschneiden und hier sehen wir, jetzt kommt es noch zu einem Wechsel in der Mannschaft der Japaner. Und zwar geht Ishida raus und Komano kommt rein. Dieser Wechsel also zu Beginn der zweiten Halbzeit der Verlängerung und das Spiel läuft. Und wie gesagt, ich gehe jetzt hier noch kurz auf die oberen Plätze ein. Ja, Deutschland hat ja das 100. Spiel gespielt an der WM bei ihrem ersten Auftritt. Brasilien hat dasselbe getan beim dritten Auftritt. Die Brasilianer führen die ewige Tabelle an. Sie haben nämlich 67 der 97 Spiele gewonnen. Die Deutschen konnten von ihren 99 nur deren 60 gewinnen und liegen deshalb hinter Brasilien zurück. Brasilien, das aber gesamt gesehen weniger Spiele bestritt, weil man meist schon früher ausschied, als es die Deutschen getan haben. Die Brasilianer kommen halt auf so viele Spiele, weil man eben mehr Teilnahmen vorweisen kann in der Frühzeit. Das bestklassierte Team, das nicht an der Endrunde mit dabei ist, ist Schweden. Schweden liegt in der ewigen Rangliste auf Position 10. Wurde jetzt, soweit ich weiß, beinahe von Russland eingeholt. Das war die einzige Mannschaft, die wirklich Chancen hat, denn da einzuholen, denn das nächste Team ist dann Mexiko und Mexiko müsste dann in dieser Endrunde schon deren 12 Punkte holen. Sie haben zwar doch schon deren 7 geholt, aber noch 5 Punkte, das heißt, sie müssen noch 2 Spiele gewinnen und tut mir leid, liebe Mexiko-Fans, das traue ich euch nicht zu. Vielleicht, ja, okay, gegen Holland kann man unter Umständen noch gewinnen, aber ich denke, wenn die Holländer besiegt werden, wobei stimmt, wenn sie die Holländer natürlich besiegen, dann ist das Turniertableau da fast schon offen, weil da trifft man dann auf den Sieger von Costa Rica, Griechenland. Aber das hier nur so am Rande, das ist jetzt auch völlig unwichtig. Die Schweiz im Übrigen, die liegt auf Position 21 mit 31 Punkten, hat ja jetzt in dieser Endrunde schon 6 Punkte geholt, hat damit 2 der 8 Punkte Rückstand auf Portugal aufgeholt, liegt fast gleich auf mit Österreich mittlerweile. Es fehlt nur noch ein Sieg, um die Österreicher einzuholen. Man hat zwar noch das negativere Torverhältnis, aber das wäre natürlich dann schon so eine Marke, die man mal erreichen möchte, so als Schweizer. Alle Schweizer, die hier zusehen, oder alle Österreicher, die zusehen, die wissen natürlich, Schweiz, Österreich ist aufgrund vom Skifahren natürlich eine ganz spezielle Rivalität. Und die ist natürlich auch im Fußball vorhanden, denn beide Nationen sind halt etwa gleich. Also ich sage jetzt nicht, dass sie momentan gleich stark sind. Momentan denke ich schon, dass die Schweiz die bessere Nationalmannschaft hat. Aber es gab auch Zeiten, da war die österreichische Nationalmannschaft besser. Zum Beispiel 1998, da hatte die Schweiz keine Chance, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Die Österreicher haben das aber relativ souverän geschafft, haben da auch guten Fußball gezeigt. Und auch 90 war Österreich mit dabei. Oder in den 70er und 80er Jahren waren die Österreicher auch immer viel besser. Und hier ist jetzt die Verlängerung zu Ende und das heißt, es kommt tatsächlich zum Elfmeterschießen. Wir kommen tatsächlich zum Elfmeterschießen und eigentlich gäbe es hier jetzt noch einige Szenen zu begutachten, bevor dieses Elfmeterschießen losgeht. Ich schneide das jetzt aber raus, damit diese Part nicht zu lange wird und wir gehen direkt rein ins Elfmeterschießen. Alles ist bereit, das Elfmeterschießen beginnt und Japan beginnt mit Endo. Endo gegen Hart, 1:0 für Japan. Endo verwandelt den ersten Elfmeter. Baines jetzt für England. Baines tritt an, trifft auch, 1:1 Ausgleich, kann England den Flug besiegen. Honda jetzt, der nächste Schütze bei den Japanern. Honda trifft ebenfalls, Japan führt 2:1. Dann ist Lampert an der Reihe, der Routinier. Frank Lampert tritt an und verschießt.
Kawashima hält den Elfmeter von Frank Lampard. Ja, Japaner schon in Vorlage, England schon zurück. Nakamura verzögert, trifft ebenfalls. 3:1. 3:1, damit jetzt schon ein bisschen Polster für Japaner. Jetzt Milner, der nächste für England. Milner trifft ebenfalls. Glück hat er gehabt, dass sich der englische Keeper nicht bewegt hat, denn der war ziemlich in die Mitte geschossen. Kagawa trifft auch. Kagawa 4:2. Damit muss jetzt der Engländer schon treffen, ansonsten ist England raus. Ja, Lampard hat schon 2006 verschossen, wird er jetzt wieder zum tragischen Helden hier. Welbeck tritt an, Welbeck verzögert ebenfalls. Oh, knapp, da war der Japaner noch dran, aber der Ball geht rein und jetzt kann hier alles klar gemacht werden. Der entscheidende Elfmeter vielleicht für Japan. Okazaki tritt an gegen Hart. Okazaki schießt der Japan ins Viertelfinale. Jawohl, Japan ist im Viertelfinale. England scheitert erneut im Elfmeterschießen. Da muss man jetzt aber sagen, dass das Spiel sehr, sehr realistisch ist, wenn England das Elfmeterschießen nicht gewinnen kann. Aber das war jetzt bestimmt hier auch ein bisschen Zufall. Japan gewinnt das Spiel im Elfmeterschießen. Wir sehen hier noch einmal einige Elfmeter in der Wiederholung. Und ich mache hier gleich die Abmoderation hier während dieser Wiederholung, dass der Part nicht so lange wird. Morgen geht es dann hier an dieser Stelle weiter mit den nächsten Achtelfinalspielen, die nächsten beiden Achtelfinalspiele. Morgen zunächst um 17 Uhr Holland gegen Kroatien und dann um 21 Uhr Italien gegen Kolumbien. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Diejenigen, die jetzt gleich noch WM gucken, die das echte Achtelfinale gucken, Entschuldigung, denen wünsche ich schon mal viel Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss!